ganze Automobilindustrie verändert sich und damit natürlich auch die Anforderungen an neue Bewerber. Und ich finde es deshalb auch wirklich klasse, dass wir auch beim Recruiting ganz neue Wege gehen, um ihnen eben zu zeigen, wie das Automobil auf der einen Seite und Hightech auf der anderen Seite hier zusammenspielen. Natürlich, hier zwischen Göblingen und Sindelfingen wachsen keine Palmen. Wir haben hier auch den Pazifik etwas weiter entfernt. Aber dafür haben wir was aus meiner Sicht noch viel Schärferes, nämlich wirklich geile Autos, die einfach unglaublich viel Spaß machen, Emotionen wecken. Hallo. Guten Tag. Grüß Gott. Mein Name ist Mirka Leuch. Dieter Zetsche. Genau. Freut mich. Darf ich Sie mit Vornamen ansprechen? Ja, natürlich. Wunderbar. Natürlich, klar. Also ich bin ja. Dieter, Sie sind Mirka. Okay. Sie haben was studiert? Elektrotechnik. An der haben wir was gemeinsam. Oh, das ist ja gut. Ist zwar fast 50 Jahre her, ja. Aber... Wo haben Sie studiert? In Karlsruhe. Ah, KIT. Genau, oh ja, da genau. Damals war es noch nicht KIT, aber ich bin nach wie vor dort, ja. In dem Aufsichtsrat. Aber jedenfalls ist das, glaube ich, eine tolle Wahl. Ich studiere Elektrotechnik und Informationstechnik mit dem Schwerpunkt eingebettete Systeme und Cybersecurity. Embedded, ja super, damit genau. Uns die Autos nicht gehijackt werden. Genau. Was passiert, wenn ein Stau gibt? Es fängt mal damit an, dass ich bei der Navigation möglichst vorher darauf aufmerksam gemacht werde, dass ein Stau kommt, um nach Möglichkeit dann da gar nicht erst reinzufahren. Aber wenn ich in den Stau komme, dann mache ich ihn hier schon mal teilautonom. Oh ja, das kann ich halt nicht. Ich muss natürlich die Hände dran halten vom Gesetzgeber her, aber der kann das an sich alles allein. Der fährt jetzt hier hinterher, passt auf, dass er nicht auf den Bordstein fährt und bremst runter. Da sind wir schon relativ weit. Was finden Sie die größte Herausforderung bisher für das autonome Fahren? Vor 10 Jahren noch war das eigentlich Science Fiction. Ein Riesensprung dabei ist durch die künstliche Intelligenz, durch das Deep Learning gekommen. Jetzt kann das Auto die Situation, die es mehrfach erlebt, abspeichern, selbst lernen und auch Muster erkennen. Also das Auto hier weiß jetzt, das hier sind Autos, die dort rumfahren. Es gibt auch Fahrräder, es gibt Fußgänger, die verhalten sich anders, können den Randstein erkennen. Und wenn wir jetzt nach Peking oder nach New York fahren, auch wenn er vielleicht eine andere Farbe hat, wissen Sie, das ist ein Randstein. Software-Anpassungen gemacht, die ja schon mal für jedes Land oder? Also wir haben heute natürlich zum Beispiel unterschiedliche gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Da müssen wir natürlich zum Teil für Länder unterschiedlich agieren. Aber was darüber hinaus ist, gerade wieder mit Blick aufs autonome Fahren, anders aussieht, dass Autobahnschilder blau sind oder gelb oder welche Farbe auch immer in einem anderen Land haben oder was durchgezogene Streifen, wie die aussehen und so Geschichten. Da wollen wir eben dahin, dass wir nicht für jedes Land eine eigene Software, eine eigene Algorithmen entwickeln müssen, sondern dass diese eben lernen und selbst erkennen, ich bin in China und jetzt gelten die in die Regeln. Was gibt es halt zum Beispiel mit Projekten? Mit Blick auf Cybersecurity? Genau, ja. Ja, das Thema betrifft und beschäftigt uns natürlich in der ganzen Bandbreite. Wir wollen das Fahrzeug zukünftig über Downloads, das können wir heute in Teilen schon, weiterentwickeln können, over the air. Aber es muss sichergestellt sein, dass nur wir das tun können und dass eben kein anderes in einer anderen Richtung weiterentwickelt. Eine Frage bei autonomen Fahrzeugen. Alles funktioniert durch zum Beispiel Server, Peer-to-Peer. Man muss immer schon mal gut Netzwerk-Coverage haben. Wie werden wir mit sowas umgehen? Ne? Das ist auch eine sehr kluge Frage. Ja. Denn natürlich werden wir weder hier in Stuttgart noch in Deutschland noch auf der Welt in absehbarer Zeit davon ausgehen können, dass wir eine konstante, alles abdeckende Netzversorgung haben. Genau. Deswegen müssen die Fahrzeuge zunächst einmal wirklich autonom sein. Sie müssen ohne Kommunikation schon einen Top-Job machen. Ja. Was dort an aktuellen Veränderungen da ist, das muss in Batches kommen können. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Kilometer keine Verbindung habe, dann habe ich mal 100 Meter eine Verbindung, dann wird in der Zeit die neue Information runtergeladen. Ja. All diese Dinge sind unterwegs und deswegen ist unser Geschäft so wahnsinnig spannend. Ich bin spannend. Das ist ganz eindeutig. Also weiter so. Vielen Dank soweit. Vielen Dank.
Es hat einfach Spaß gemacht zu sehen, wie von der ganzen Welt Leute an unserem Unternehmen Interesse zeigen. Ich glaube, wir haben hier ein tolles Format gefunden. Ich glaube, wir haben tolle Kandidaten und beides zusammen würde zum Erfolg führen.